Willkommen zu einer neuen Runde Teamula 101 mit dabei. Hallo, ist der Typ hinter mir und der Drache auf meiner Schulter. Ich will mal schauen. Hey, braucht jemand einen Amboss? Nö. What the fuck, was drückt der Typ? What the fuck? Wie habe ich das jetzt... what the fuck? Mensch, wir haben jetzt schon das zweite 1:0 bei Italien gegen die Schweiz. Digga, ich sag's dir so, wie es ist. Ich habe noch nie so einen wilden Namen gesehen. Perfekt, Digga. Das ist das beste Kit. Das ist das beste Kit EUW. Das ist viel wegen Hornson. Wait, haben die... Die haben den Impact, die Teile. Das ist ja mal komplett overpowered in dem EHC-Kit. What the fuck? Ich glaube, ich mache eine Kid-Serie aus. Ich glaube, ich nenne die Folge einfach Kid-Serie oder so. Ja, da haben sie recht. Ey, ich habe dem Typen bisher nur Damage mit der Wizard-Dings gemacht. What the fuck? Bruder, was ist das denn für ein Kid? Huch, jetzt habe ich mir selber Damage gemacht. Und es laggt? Was ist jetzt seine Mission? Nee, okay, er laggt, auch gut. GG. Was ist das für ein Kid? What the fuck? Ja, auf jeden Fall, was ich erzählen wollte ist, ich habe eigentlich ein paar ganz geile Aufnahmen, vor allen Dingen ein richtig geiles Multicam-Video mit Hayden. Aber mein Sound, ich weiß nicht, was los war, aber mein Sound war absolut Hurensohn unterwegs. Der war so für den Arsch. Bye, have a great time. Ja, ich glaube, er hat's enjoyed. Die Aufnahmen waren eigentlich unglaublich geil. Das Problem daran war, meine Audio war unglaublich hallig. Ich mache und wie gewinne ich hier gerade meine Runden? Haha, Digga. What the fuck? By the way, ich muss mich mal ganz kurz bei Tim für diesen cuten Drachen hier bedanken. Den habe ich nämlich von Tim bekommen. Nice. Ich habe jetzt wieder zur normalen Rod gewechselt. Auch wenn man sich so echt wahrscheinlich gute Winstreaks farmen könnte. Ach so, und falls ihr noch ungefähr 12 Videos sehen werdet, wo ich mich bei Tim für den Drachen bedanke, im Moment ist echt vernünftige Aufnahmen machen und die dann vor allen Dingen auch noch geschnitten bekommen, ist echt problematic bei mir gerade. By the way, wenn es euch gefällt, dann abonniert mich sehr gerne, aktiviert die Glocke und so weiter im Grunde genommen. Und folgt mir natürlich auch auf Twitch, alles unten in der Beschreibung verlinkt. Komm, den will ich bekommen. Habe ich jetzt nur Matches gewonnen mit diesem retardeten Angelkit? Nee. Ey, was heute auch so geil war, die es nicht wissen, ich folge auf Twitter Kamala Harris. Und für die, die es wirklich nicht wissen, Kamala Harris ist die Vizepräsidentin der USA. Einer der sichersten Jobs noch nie in der Geschichte, soweit ich weiß, ist ein Vizepräsident im Amt gestorben. Was macht der Typ? Was wird das, Bro? Ja, komm, dann fangen wir mal den Fight an. Was ist hier jetzt seine Mission? Ja, der Typ ist aber schon relativ stark dabei, ne? Zurück zur Geschichte um Kamala Harris. Sie hat auf jeden Fall einen Tweet gemacht auf Twitter. Ist, glaube ich, relativ naheliegend, I guess. Wo sie halt geschrieben hat, dass heute, gestern, ich weiß offen gestanden nicht, ob der Tweet von heute ist, auf jeden Fall die USA die 600.000 Toten durch Corona, also 600.000 Menschen, die an Corona gestorben sind, überschritten haben. Und hat den Opfern der Pandemie halt gedacht. Unter dem Tweet dann Mitglieder oder ja, Mitgliederanhänger, ich weiß nicht, was der politisch korrekte Begriff dafür ist, von LGBTQ und restliche Buchstaben, die sich dann über irgendwas beschwert haben. Ich meine, grundlegend ist es deren gutes Recht, sich über Sachen zu beschweren, die sie stören. Sie haben mit vielen Punkten durchaus recht, gerade in Amerika. Aber dennoch, wenn die Vizepräsidentin der USA 600.000 Todesopfern gedenken will, ist es vielleicht etwas respektlos, da die ganze Zeit irgendwie teilweise dann auch gefühlte 22 Tweets von derselben Person drunter zu spammen. Ich meine, wie gesagt, es ist deren gutes Recht, ihre Meinung zu sagen, wann und wo auch immer sie wollen, solange das Land die Meinungsfreiheit auch unterstützt. Also ich meine, das können sie auch machen in einem Land, wo es keine Meinungsfreiheit gibt. Ah, ist es dann aber ein bisschen komplizierter. Dennoch finde ich es einfach respektlos, dass
unter so einem Tweet zu machen. Da gibt es bestimmt eine 500.000 andere Tweets, unter denen man das hätte machen können. Der hätte mich gehabt, der Dude. Komm schon. Ey, dass der Typ mich nie stalkt, wenn ich irgendwie ein halbes Herz habe, es ist irgendwie ein Rätsel für mich persönlich. Ja, schade. GG. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es mir sehr gerne mit einem Like und einem netten Kommentar. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert auch die Glocke, um kein Stuff mehr zu verpassen. Folgt mir auch auf meinen anderen Socials, auf meinem Twitter, Instagram und Twitch. Die sind allesamt unten in der Beschreibung verlinkt und macht auch natürlich da die Glocken an. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr der Meinung seid, dass das, was ich gerade erzählt habe von Kamala Harris, also unter dem Tweet von Kamala Harris respektlos war oder nicht. Bis dahin. Ciao. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I